Moin YouTube, willkommen zurück zu meinem Kanal. Ja, weil mir das letzte 50mm Video so viel Spaß gemacht hat, habe ich gesagt, mache ich mal direkt noch eins. Und zwar diesmal allerdings nur im Viertel Alfama in Lissabon. Ich habe, wie gesagt, hier mein 50er Objektiv wieder drauf und spaziere jetzt hier den Morgen bis zur Mittagszeit durch Alfama. Sonnenlicht ist wieder überragend. Und ja, viel Spaß beim Video. So, hier haben wir mal so ein Bild, wo ich einfach sage, ja, das springt mir halt so ins Auge, was ich halt so sehe. Ist jetzt Straßenfotografie ohne Mensch quasi, aber hier das, die Reflexion dort von der geilen Sonne, die dort an der Fassade scheint. Und hier der dunklere Teil des Autos, da kann man, irgendwie wird das Auto zweigeteilt. Ich finde es irgendwie cool. Sieht dann so aus. So, da wunderschönes Licht, die Leute kommen um die Ecke. Sieht super aus, allerdings ist hier die 50mm tatsächlich zu eng. Viel zu eng eigentlich. Da wären 35er jetzt ganz nice. Ah, da kommt noch mal einer von da. Den nehme ich auch noch mal mit. Ich zwänge mich hier schon in die letzte Ecke. So, damit ich überhaupt irgendwie das draufgegangenermaßen. Geil, mit einer fetten Silhouette. I like. Bisschen zu nah dran, sonst supi. Ein bisschen abstrakter den Shot haben will. Da sind diese roten Vorhänge. Und dadurch verzerrt das Bild ein bisschen. Das hat auch irgendwie einen coolen Effekt. Jetzt kommt noch einer da den Hügel runter. Positioniere ich mich mal. Da könnte er wieder eine Silhouette produzieren. So, und. Eins, zwei. Jo! Nice! Richtig geile Szene hier. Da kommt auch noch einer gerade. So ungefähr. Warten wir noch mal, bis sie in den großen Lichtspot läuft. So, bei solchen Fotos ist das natürlich ein mega Kontrast mit dem Schatten hier vorne und dem ganzen Licht im Hintergrund. Ja, um da ein sinnvolles, gutes Foto zu machen, muss man auf jeden Fall entweder Spot-Mittering auf die helle Stelle machen oder mit der Belichtungskorrektur ziemlich weit runterdrehen. Also ich habe meine Belichtungskorrektur jetzt auf -2, wie man hier sieht, wenn man es sehen kann. So sind die Highlights quasi nicht ausgebrannt und die Silhouette ist wunderschön. Gucken, ob da noch mal gleich ein interessanter Mensch vorbeikommt. So, hier haben wir noch mal ein schönes Beispiel für eine Reflexion. Also hier vorne stand gerade die ganze Zeit eine Frau mit Hut. Die habe ich fotografiert. Und hier oben ist der Eingang zum Schloss hier oben oder zur, ja, zum Castle. Und dann, wenn die da oben laufen, sind die Silhouette und hier unten ist dann die Frau mit dem Hut gewesen, so wie ihr das jetzt hier seht. War nicht so einfach, das zu framen, das Bild, weil hier dieses Blaue hat mich total gestört. Das wollte ich nicht am Bild haben. Ich wollte aber gerne die Telefonanlage hier, aber das ging alles nicht zusammen. Naja, muss ich so damit leben, wie ich es gemacht habe. Aber an sich gefällt mir das Bild. So, hier haben wir noch mal wieder ein schönes Beispiel für abstrakte Reflexionen. Hier haben wir die Blumenvasen und den Vorhang, den roten. Dann da hinten scheint die Sonne total hin. Der Vorderbereich ist aber im Schatten, sodass, wenn die Leute vorbeigehen, entweder in der Silhouette sind, wenn sie sich im Schatten aufhalten, oder halt in der Sonne, wenn sie in einem Sonnenpart laufen. Und so, hier haben wir nochmal so eine Autoreflexion. Also hier vorne ist der ganze, hier vorne ist der ganze Bereich von dem Gebäude hinter mir.
Und man kann aber noch durchs Auto durchgucken da vorne. Und da kommt jetzt gleich eine Frau und die versuche ich quasi in dem Fenster zu fotografieren. Nochmal auf eine weitere Person warten. Okay. Ist das ein Zufall oder ist das ein Zufall? Leco Mio, ey. Ah, jetzt geht sie weg, aber ich hatte sie Gott sei Dank gerade schon. Eine Minute stand sie da. Also. Rot-Schwarz und sie stand da rot-schwarz. I love it. So Leute, ich muss nochmal mit euch über dieses Bild gerade sprechen. Also ich bin immer noch hin und weg. Einige würden jetzt vielleicht sagen, ja, das war ja total Glück und so. Es gibt ja so einen Spruch von so einem Philosophen: Luck is what happens when preparation meets opportunity. Und das passt sowas von auf die Straßenfotografie. Ich meine, natürlich passte das gerade in dem Moment, dass ich da bin und die Frau da steht, aber durch die Erfahrung, die man auf der Straße sammelt, bringt man halt solche Dinge in Verbindung. Ich kann mich noch erinnern, in Budapest, in der U-Bahn-Station, da war das mal genauso. Da kam ein Bauarbeiter ran, der hatte die gleichen Klamotten an wie die Abstempelautomaten. Und da habe ich auch schon gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aber das muss man halt sehen und dann in Verbindung bringen. Und ja, bin hin und weg. Ich glaube, das wird der Shot des Tages definitiv, wenn nicht sogar aus Lissabon der Shot. Und der schafft es bestimmt auch in die Top 10 meiner Jahresliste, gehe ich mal von aus. Ja, ich bin mega happy. Ich drehe jetzt hier weiter meine Runden und und kam mir natürlich total zugute, dass ich da wieder das 50mm Objektiv hatte, weil ich auf der anderen Straßenseite stand. Also ich bin nach wie vor mega, mega, mega happy mit dem 50mm und kann das jedem mal empfehlen, mal aus seiner gewohnten Komfortzone rauszusteppen und mal was anderes zu probieren. Diesen leckeren Cappuccino bei dem wunderschönen Bild hat mir Sascha Lebeda gesponsert. Wenn ihr dies auch tun möchtet, könnt ihr das über Buy Me a Coffee tun. Unten in der Beschreibung findet ihr alle Infos. So, hier haben wir wieder herrliches Licht, geile Schattenlinien, schöne Architektur wie überall hier. Ich versuche mal hier mein Glück. Oh, was soll man dazu sagen? Stellt die sich genau dahin. Geile Pose, trinkt ihren Kaffee. Bam. So, hier war gerade auch wieder ein cooler Shot. Die Dame hält sich die ganze Zeit die Sonne da vom Kopf weg und da vorne kommt die Mutter mit ihren Kindern und das eine Kind hing da gerade halb im Wasser. Hab da natürlich ein schönes Foto von gemacht. So wie ihr hier seht. I like. Das sieht auch sehr interessant aus da. Da muss ich mal stark überlegen, wie ich das einbinden werde. Ein Frame gefunden, also da der Schriftzug La Vie est Belle. Und zwar so, dass die Straße vorne weg ist. So, es kommt nämlich jetzt jemand, das ist perfekt. Mal konzentrieren hier. So. So ungefähr. So, jetzt muss sie da nochmal durchlaufen, genau. So, ich habe mir das Bild gerade mal angeschaut. Also, es geht so. Cool wäre es, wenn der da, wo die schwarz-weiß gestreiften Linien, wenn da einer geht, sodass es aussieht, als würde er da hochlaufen. Ich warte nochmal 10 Minuten, maximal, wahrscheinlich eher nur 5. Und wenn dann jemand kommt, fein. Wenn nicht, dann nehme ich das andere Bild, ist auch okay. So,
So, ich bin hier irgendwie an so einem öffentlichen Platz angekommen. Ich habe mich hier mal auf die Bank gesetzt. Und ja, überall, wo man hinguckt, das pure portugiesische Leben. Hier der Mann mit der Zeitung. Hier kommen die alten Frauen vorbei. Dann gegenüber die beiden, die auf der Bank sitzen. Die habe ich schon die ganze Zeit fotografiert. Da vorne sind welche auf der Bank. Also hier kann man eine Runde chillen. Und ja, das Leben der Lissabonner dokumentiert. So, das soll es dann gewesen sein aus Alfama. Jetzt hier meine Runde gedreht von 3,5 Stunden oder so mit Pause. Und ja, also ich kann es jedem empfehlen, der nach Lissabon kommt, Alfama auszuchecken. Ich weiß, ich habe auch nur 3 Tage Zeit, kriege auch nicht alles mit. Ja, ich werde mir jetzt ein schönes Mittagessen gönnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war ein bisschen hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal.